Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Ich habe die üblichen Verdächtigen mit dabei und ich bin wieder im Spiel. Hallo. Hi. Ja, ich musste mich jetzt über das Debug-Menü leider wieder in die Karte setzen, weil ich halt unendlich weit runtergefallen bin. Tobi hat hier einen Außenposten errichtet. Der hinten noch nicht sicher ist. Ja. Ich bin jetzt schon in greifbarer Nähe der Stadt. Das ist gut. Vorne sollte sicher sein. Da ich gerade nicht habe, um mich zu verteidigen. Super. Ich hab ne Wrench. Danke. Endlich. Deine habe ich übrigens im Haus gelassen, ne? Also. Ich hatte auch eine. Achso. Ich habe noch eine gemacht, ist egal. So, gibt's hier irgendwas, mit dem ich mich verteidigen kann? Oh, es gibt eine Pistole mit einem Schuss. Also muss ich sagen, ganzes Magazin müsste die haben. Schönes Ortsschild. Gell? So. Ich habe zumindestens 15 Schuss. Warum hast du eigentlich so ein halb zerbombtes ausgenommen? Rechts neben dran ist ein ganz, ganz, ganz neues. Okay. Oder bist du in einem zweiten? Ich bin im zweiten, in diesem Shotgun-Messias. Also, doch, ja, dann nehme ich alles zurück. Ich dachte, du wärst im ersten. Nein. Da ist ein Zombie. So, gut. Dann guck ich mal, ob, das Minibike noch lebt. Wenn du nicht drauf warst? Nee, aber das stand unmittelbar neben mir. Weil ich bin gerade abgestiegen. Ja. Bin gespannt, was für ein Krater diese Explosion gerissen hat. Oh. Da ist nicht nur ein Auto explodiert, sondern die ganze Autoreihe. Schön. Oh. Er muss auch alles kaputt machen. Ich sehe kein Minibike gerade. Willst du etwa sagen, du hast das Minibike neben den Autos geparkt? Ich stand neben den Autos und. Aber es lebt. Das Minibike lebt. Ruhe bewahren. Hat noch nicht mal 1% Damage gekriegt. Sei froh, sonst hättest du 1% Damage. Ich habe inzwischen den zweiten Motor gefunden, das wäre jetzt nicht mehr ganz so tragisch. So. Also ich habe auf dem Weg hierher 3 Autos abgebaut und habe einen Motor gekriegt. So. Das. Und das bräuchte ich. Gut. Ich jetzt mal nackig machen, ey. Naja, und zumindest ist der nervende Polizist hier weg. Meinst du, der ist auch im Nirvana gelandet? Ich glaube auch. Der fällt wahrscheinlich immer noch durch die Karte. Kann er weiterfallen, ne? Wahrscheinlich kackt deswegen nachher der Server ab. Wahrscheinlich. Weil ein Polizist unendlich durch die Karte fällt. Ich will das jetzt mal nicht verneinen. Ich denke, das könnte so passieren. Also ich muss sagen, ich finde, das haben sie ganz schön gemacht, die Stadt mit den jetzt kleineren Läden. Ja, also mir gefällt sie auch sehr gut. Also ich habe sie im Stream entdeckt, wie ich Ewigkeiten Zeug gesucht habe. Also im Übrigen habe ich da dasselbe gesucht wie jetzt gerade, nämlich das Gasrezept. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass hier ein Bonne Noble ist. Ist auch einer. Direkt schräg rechts gegenüber von unserem Unterschlupf. Einfach mal die Augen aufmachen. Warum habe ich das jetzt eigentlich gesagt? Dann wäre ich ja vor ihm da gewesen. Ja. Jetzt ihm es noch weggelesen. Aber ich muss schon sagen, das sieht schon cool aus. Also Explosionen sind wieder sehr effektiv. Warum ich allerdings nicht gestorben bin, das weiß ich nicht. Dafür wir erschießen ihn jetzt, damit er wenigstens den Tod in der Statistik hat. Ja. Oh, danke fürs Ausbauen der Tür. Ja, ich habe aber irgendwie gedacht, dass ich mehr Forged Iron dabei hätte. Ich konnte nur die vorderen 2 ausbauen. Das gewusst, hätte ich lieber die hintere und die vordere ausgebaut, nicht. Weißt du jetzt immer noch nicht, wo wir hier einen Born and Noble haben, aber. Direkt schräg rechts gegenüber von unserem
Haus, wenn du vor Haustüre rausgehst, nicht hinten. Achso. Mann. Soll ich dich hinführen oder was? Ja, für Blinde. An die Hand nehmen. Hier war dein Worksift-Tool. Da bin ich drin. Fährst du zwei Häuser weiter, dann kommt ein Bonn und Noble. Ah, crack a book. Naja, vielleicht haben wir ja da Glück. Oh, ich kann einen Lederhut machen. Ich weiß zwar nicht wofür, aber... Wichtig. Das war das wertvollste Buch, was ich je gefunden habe. Ich glaube auf jeden Fall das Gasrezept. Sehr schön. Der cheatet. Ich gehe jetzt mal ein Gasrezept suchen. Ich hab ein Gasrezept. Ist klar. Ja, ist doch schön. Nochmal Crossbow-Rezept. Dann gehe ich mal ins Pillenlager. Poppenpilz. Jawohl. Da gibt's Bier. Oder? Ist gut. Meine Items hin? So. So. Dann hätte ich einmal AK-47 anzubieten. Dürfte ich, glaube ich, auch noch nicht können. Richtig. Vor allem, ich hätte ganz gern mal eine. Ich habe schon wieder AK-Parts hier gefunden. Machst du bitte auch ordentlich dann eine Tür rein? Im Buchladen? Was? Wenn ich rausgehe, brauche ich doch keine Türe mehr. Doch. Habe ich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden. Damit die Nachfolger auch noch was zu lesen haben. Meinst du, die Bücher werden geklaut von den Zombies oder was? Ja, die belesen sich gerne. Aber ja, Tobi, ich mach dir natürlich auch eine Tür hier hinein, wenn du das möchtest. Danke. Ja. Das mach, weiß ich noch nicht. Im Übrigen gibt's ja auch mittlerweile so einen ganz fiesen Spot, dass wenn du da reingehst, da ist nichts abgeschlossen. Und dann machst du die Tür auf und gehst da rein, denkst dir nichts, siehst einen Gun Safe, ne, und da liegt da erstmal eine Landmine nebendran. Aber die Landminen sieht man doch. Wenn man die Augen auf hat, sieht man die Landminen, ja. Ja, genau. Wenn man die Augen offen hat, kann man die sehen. Muss man aber nicht. Wer hat den Hund angelockt? Töte ihn. So. Hab nicht getroffen. Der geht zum Paddy, ist nicht mein Problem. Der hat ja keine Türe machen wollen. Ach ja! Ihr seid Brava so Lappen, Hund. Ey. Braver Hund. Echt, ey. Da fällt mir gerade nichts dazu ein. Ist auch besser so. Der Hammer, ey. Ich hab sogar einmal an ihm vorbeigeschossen, habe ich mir gedacht, komm, lass mal in Ruhe. So, lohnt sich das eigentlich, die komischen Ventilatoren-Dinger abzubauen? Du meinst die Air-Conditions auf den Dächern? Du kriegst Short-Iron-Pipes raus und ein bisschen Scrap-Iron, also nicht wirklich. Der bewacht dein Minibike, ey. Hast du gut dressiert? Das ist schön, gell? Weiß, ich sehe ihn aber nicht, das ist gerade mein Problem. Du weißt, dass du 7 Days spielst und nicht Fallout 4? Ach so. Ah. Da war der Fehler. Deswegen funktioniert hier alles nicht. So, die Crossbows hatte ich hergestellt, jawohl. Dann hätte ich die
Ich bin der Köter, ich sehe den gar nicht. Ich hab ihn getötet. Die darf ich noch lesen. Mann, ey, hört mir auch keiner Zombie am Auto. Und die braucht auch keiner, kann ich scrappen. Ja, dann würde ich fast sagen, muss man nur noch im großen Stil Mais anbauen. Die Frage ist jetzt, wo wollen wir generell bauen? Also irgendwie gefällt mir die Gegend hier besser. Ich finde die Stadt persönlich auch sehr schön. Also das haben die wirklich gut umgesetzt. Also wollen wir uns hier in der Nähe der Stadt ein Plätzchen suchen? Ich bin dafür, wir gehen in das Kraftwerk rein. Ins Kraftwerk, okay. Nein. Ja, also wollen wir annektieren oder wollen wir irgendwo was Eigenes wieder hinzimmern? Hund! Hund! Hilfe! Warum ist denn der so schnell? Bleib stehen. Den nicht. Ja, im Haus sehe ich den auch nicht. Achtung! Noch ein Hund. Hund. Ey. Bist du für eine Memme? Mann oder Memme? Memme, aber steinhart. So. Nett mal, die Zombies hält er mir jetzt vom Leib, ne? Lockt hier mit seinem Geballer alle Zombies an. Und fährt dann weiter. Und fährt dann über die Zombies, ja. Nee, oh, der bringt mich zum... Nee, ich will nicht explodieren. Ich guck mal nach einem schönen Bauplatz. Also, da ich, wenn ich nach Süden rausgeguckt habe, war da so ein Hügel. Wir könnten direkt oben auf dem Hügel bauen. Ja, aber dann werden wir unterbuddelt. Also, das ist... gestaltet sich, glaube ich, relativ schwierig. Du baust halt den ganzen Hügel als einzigen Betonklotz aus. Weißt du, was ich gerade noch viel cooler finde? Ja, da kommen zwei Cops, ich renne jetzt weg. Entschuldigung. Nee, Martin, weißt du, was ich noch viel cooler finde? Ich habe jetzt so gecheatet, dass unser Minibike kein Gas mehr verbraucht. Keine Batterie. Bist du vielleicht noch im Bug-Menü, aber da brauchst, dachte ich auch. Ja, das hatte damit nichts zu tun. Ja, eben. Aber ich kann hier wunderbar rumeiern jetzt. Passiert mal nichts. Oh doch, jetzt. Oh doch. Okay, ich habe gelogen. Gas wird doch verbraucht. Ja, aber ich weiß nicht, wo du hier bauen willst. Weiß ich nicht, ich habe mich ja noch nicht umgeguckt. Ja, ich mach's gerade. Also ich würde tendenziell ja eher Richtung Süden aus der Stadt rausbauen, im Freiland dann wieder, weil tendenziell Richtung Süden was Neues kommt. Ja, richtig, also Richtung Norden macht ja eigentlich mal keinen Sinn. Also wenn, dann nur südlich der Stadt. Aber wir können auch jetzt erstmal Stadthopping betreiben und überall uns so einen Unterschlupf bauen und... Ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen südlich der Stadt und guck mal, was da so passiert. Guck mal, was ich da so finde. Du kommst auf jeden Fall dann gleich wieder zurück, ne? So Nacht und so. Ja. 20.30 Uhr. Ja, komm. Weg da. Ich will mich mal kurz ergießen in die Kiste. Ergieß dich in die andere Kiste. Nö. Jetzt kannst du. Also, weil wir hätten angrenzend ein wunderschönes Waldbiom. Aber da sind so viele Bäume. Nee. Hab ich gehört. Bei dem brauche ich jetzt erstmal eine Brücke, wo ich hier mit drüber kann. Ah, da hinten.
Ja, ich blockiere ihn schon wieder. Maulst du rum? Ja, natürlich. Besser nicht. Okay, Arsen hätte ich zumindest mal eine Brücke gefunden. Da haut er immer oben Sachen raus, ne, und füllt natürlich leeren Plätze auf. Ja. Ja, was haltet ihr von der Idee, oder wollt ihr hier in der Stadt bleiben, oder? Von mir aus kann man auch gerne raus. Also den Außenposten zerstöre ich jetzt nicht, aber... Maul halt. Nee, du hast nichts gemacht. Hast du? Ich hab was gemacht. Du siehst es noch nicht. Nein, du hast nichts gemacht, was mich gerade gestört hat. Das mag sein. Warte mal, wo ging's denn hier rein? Durch die Türe. Und? Wo? Ich hab nur atmen hören. Ja, den hab ich gerade mitgebracht. Ist da echt einer? Ja. Wo denn? Hier ist keiner. Ne? Kommst du da raus und ich nicht da? Hier, vor der Nachbarhaustür. Der ist im Nachbarhaus drin. Ja. Na komm, bleib mal ruhig. Brauch mal ein paar Frames hier. Wieder weg, rein, ja. Komm raus! Klappt das? Nee, ich kann leider nicht den Frame unter dir wegschießen. Kannst du schon. Oh, verdammt. Ja? Nee, geht nicht. Kann nicht wegschießen. Als Köder zu opfern. Kannst aber mal nach links sich drehen und E drücken. Das geht. So. Jetzt kommt der Hund nicht, ey. Ich wollte ja ein Leder haben. Ich brauch doch noch, also Haut eigentlich, also Fell brauche ich. Für was? Ich wollte hier einen Forge bauen. Achso. Weil Leder hätte ich, aber kein Animal halt. Tobi, du stehst doch neben mir gerade, oder? Standst gerade neben mir? Ja, ich bin unten ins Haus rein looten. Achso. Du schon so ein schönes neues Haus. Quasi. Tobi, komm mal her. Gibt's. Ich hätte da noch ein paar Schematics für dich. Oh ja, leg rein. Crossbow. Ja, ich geh jetzt da rein zum Hund. Krieg ich schon hin. Du machst es schon, Martin. Ich hab da volles Vertrauen in dich. Keine Ahnung, wo er ist. Und? Lila? Da ist er. Und? Hallo, Doggy? Jupp, alles geplündert. Wunderbar. Ich geh aber oben durch wieder weg. Geh schön brav wieder aufs Dach oben drauf. Mal setz hier noch zur Sicherheit eine Tür rein. Ich scheiße. Ich hab kein Verbandsmaterial. In der Kiste liegt was. Linke Kiste. Ich nicht mehr. Bist du denn, Martin? Man stirbt. Ah ja. Oh, ich hab kein Holz mehr für eine Tür. Gerade noch geschafft zu craften und dann bin ich gestorben. Natürlich auch doof. Ich hab kein Holz mehr. So. Hat mir jemand eine Brücke hier, so einen wunderschönen Übergang hier. Jetzt versagt auch schon wieder mein Headset hier. So. Licht ausmachen hier. Irgendwas steht hier vor der Tür und will rein. Ja, ich weiß nicht, wo der drauf rumhaut. Ich hab keinen Bock, dass der da auf Minibike drauf rumhaut.
Oh, wissen die jetzt, wo die hinwollen? Also ich habe den an der Vordertür, habe ich mir geholt. Ach, guck mal hier, liegt ein... Guck mal, der kann Treppen steigen. Also ich will jetzt nicht sagen, Treppen steigen können die alle, aber... Das ist schon eine knackige Nacht hier, ne? Ja, das stimmt allerdings. Eigentlich überhaupt nicht. Der blöde Hund hat mich mit dem ersten Biss blutig gemacht. Sonst wäre überhaupt nichts passiert. Ja, aber sie stehen wieder vorne und hinten vor den Türen. Oh, 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 oh. Das will ich jetzt mal nicht riskieren hier. Mein Gott. Du setzt nicht das Leben fürs Team aufs Spiel. Oh, hier ist ja offen. Hier auch. So, endlich dem seinen Scheiß Hirn getroffen hier. Mein Gott. Naja, egal. Bin mal gespannt, ob wir die Nacht überleben, Leute. Wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Schreibt uns was in die Kommentare. Weiß nicht, findet ihr es toll, dass wir ein Waldbiom bauen oder nicht? Quatsch. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.